Das zweite Rennen der IRRC hier in Frohburg. Die Titelentscheidung ist durch, aber natürlich geht es jetzt darum, hier den letzten Laufsieger 2011 zu ermitteln. Didier Grant startet also wieder von der Pole Position, Tom van Looy auf Position 2. Das sehen wir hier also nochmal in der Grafik aufgelistet und insgesamt hier also 33 Starter hier mit dabei. Auch beim zweiten Lauf. Sie sehen Frank Bakker ganz, ganz rechts mit der 51 mit diesem roten Motorrad und der weiß hinterlegten Nummer. Und schauen Sie mal drauf, ob der wieder so einen guten Start hat oder ob Didier Grams diesmal vorne ist. In der ersten Kurve los geht es. Tom van Looy kommt nicht schlecht weg, aber auch Didier Grams nicht ganz schlecht. Frank Bakker, schauen wir mal. Ja, der ist auch gut mit dabei, aber vorne die Führung, die geht erstmal an Tom van Looy vor Didier Grams und dahinter dann Frank Bakker. Also Frank Bakker hat in allen Rennen, in denen er hier gestartet ist, gezeigt, dass er gut wegkommt, aber vorne an der Spitze gleich mal nach einer Runde das gewohnte Bild in dieser Saison. Didier Grams, die weiße Suzuki vom Team Suzuki Müller, die ist also hier gleich mal vorne vor Van Looy. Dann haben wir dahinter Frank Bakker gehabt und hier hatten wir dann John Walsh mit dabei gehabt. Also insgesamt hier in diesem Rennen, wie gesagt, noch 33 mit dabei. Nicht gestartet Piet Rede und Kenny Hink auf der Suzuki bzw. auf der Ducati. Die 62 bzw. ja, hier die 262, das ist Martin Gessner, ebenfalls also vom Team Suzuki Müller, der Teamkollege von Didier Grams. Das Motorrad sieht ja fast genauso aus, er also auch hier mit dabei. Ganz vorne allerdings dann die Suzuki von Didier und dahinter dann Frank Bakker auf der zweiten Position und dahinter dann schon Stefan Holz. Und Van Looy ist erstmal hier zurückgefallen, also der musste in dieser zweiten Runde ordentlich Positionen, ordentlich federn lassen. Allerdings, da ist, denke ich, noch mehr drin. Die 94, das ist Michael Hofmann aus den Niederlanden. Auf einer Honda hatten wir gerade nochmal im Bild gehabt. Dieses schwarz-weiße Motorrad, gut zu erkennen. Und hier geht es ja auch wieder über 12 Runden, also wie schon im ersten Rennen. Und schauen Sie mal, nach gerade mal 3 Runden fast die komplette Startzielgeraden Vorsprung für Didier Grams, der natürlich nach diesem verpassten Sieg in Rennen 1, wo die Technik streikte, jetzt in Rennen 2 auf jeden Fall mal ganz, ganz vorne angreifen möchte. Johann Fredericks hier mit in der Spitzengruppe mit vertreten. Dann hatten wir auch noch die Startnummer 302, müsste das gewesen sein, Emlyn Hughes, der da in der nächsten Gruppe noch mit dabei war. Und die 328 Paul Garland aus Irland auf der nächsten Suzuki hier gerade durchs Bild gefahren. Also das gleiche Bild. Der Vorsprung wurde immer größer und ich hatte es ja schon am Ende des ersten Videos, am Ende des ersten Rennens gesagt. Also Rennen 2, da kann sich Didier Grams dann auf die Technik verlassen und dann war es einfach so wie die gesamte Saison über. Denn da konnte ihm eigentlich niemand so wirklich folgen in dieser Saison und von daher, ja, bisher zumindest mal eine ganz, ganz klare Sache. John Walsh mit der 361, dann haben wir dahinter gehabt die 90 Henry Minnin und hier wieder Hofmann. Also wie gesagt, spannend war es in dieser Serie ganz, ganz vorne in dieser Saison selten. Also zumindest was dann das Endergebnis anging, das war in diesem Jahr, wie auch im letzten Jahr, eine ganz klare Angelegenheit für Didier Grams. Tom van Looy konnte das hier in Frohburg mal ausnutzen, aber ansonsten, ja, wieder fast eine lupenreine Bilanz für Didier Grams. Hinter ihm allerdings der Kampf um die Podestplätze, der Kampf um Position 2, der ist hier voll im Gange mit 4 Fahrern, dann eine kleine Lücke zu Thilo Hefele und dann haben wir die nächste BMW und dann hier auch noch Paul Shoesmith mit der 314. Und das ist die Startnummer 210 hier bei uns gerade im Bild gewesen. Und schauen wir mal die 210. Das ist Ronny Lorenz.
Also die Hälfte des Rennens jetzt schon fast vorbei. Didier Grams kommt wieder auf die Stadtzielgeraden. Und damit sind es jetzt noch 6x 4,75 Kilometer hier in Frohburg. Und dann ist diese IRC-Saison auch vorbei. Und wenn man mal so ein bisschen nachfragt, wie es denn bei Didier Grams im nächsten Jahr weitergehen könnte, er sagt ganz von alleine, beziehungsweise im Team ist man sich da einig, er braucht mal wieder eine richtige Herausforderung. Also das ist zwar alles schön und gut, das macht auch Spaß mit den Kollegen hier auf diesen Straßenrennkursen zu fahren, aber wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, die Unterschiede in dieser Klasse, in dieser Serie dann doch relativ gewaltig. Und wenn man ein konkurrenzfähiges Motorrad zusammenbekommt, beziehungsweise mit konkurrenzfähigem Material, dann könnte auch der Weg wieder in die IDM gehen. Aber das Ganze eben nur dann, wenn man auch Chancen hat, in die Punkteränge zu fahren, weil alles andere macht dann einfach keinen Sinn, dass das ganz gut funktioniert, auch mit der von Jens Müller vorbereiteten Suzuki. Das hat er ja in dieser Saison unter anderem ja auf dem Schweizer Dreieck bewiesen. Dort war er bester Suzuki-Pilot in beiden Rennen. Also er hat da ordentlich für Furore gesorgt. Natürlich im ersten Rennen damals auch bedingt, dass es damals nass und trocken war. Hier haben wir die 409 Thomas Kreutz, der diese nächste Gruppe anführt, und Stefan Holz am Ende dieser Gruppe. Also er konnte da ein bisschen davon profitieren, dass sich keiner so richtig einig war, was man denn für Reifen nimmt. Er hat ein bisschen gepokert und hat sehr, sehr viel gewonnen und hat natürlich auch seinen Fans in Schleiz, die es da auch zuhauf gibt, viel zurückgegeben. Da hatten wir die 474, Kamil Holan aus der Tschechischen Republik, dieses blau-weiße Motorrad mit der 474, also auch ganz gut hier mit dabei. Im Moment hält er da den Anschluss an die Top-10-Ränge, da könnte es eventuell nochmal hingehen. Er ist allerdings Gaststarter, das heißt nicht punktberechtigt. Und ja, muss man einfach mal abwarten, was denn Didier Grams dann im kommenden Jahr macht. Wie gesagt, als Rennfahrer willst du ganz einfach auch wieder mehr gefordert werden. Die Strecken fordern ihm natürlich alles ab, aber er ist eben ganz klar derjenige, der das am besten umsetzt. Und ja, allein am Vorsprung hier in diesem zweiten Rennen sieht man dann eben, dass es nicht ganz so schwierig war, diese Saison als Meister zu beenden. Frank Bakker auf der dritten Position, Van Looy auf 5 und dahinter dann Stefan Holz auf der 6. Position. Dann haben wir John Walsh, Thilo Hefele ist noch dazwischen, genau wie Paul Shoesmith und Johann Fredericks. Also John Walsh wieder in den Top 10 Rängen unterwegs, also auch eine feste Größe. Die 460, Lars Langer auf einer Aprilia hatten wir gerade im Bild. Also Aprilias haben wir ja im Superbike-Zirkus nicht ganz so oft vertreten. Hier haben wir Wolfgang Schuster auf der Suzuki. Die ist übrigens auch vom Team Suzuki Müller, also von Didier Grams. Die durfte Wolfgang Schuster hier am Wochenende mal probeweise fahren. Und ja, da hat man im Team von DD alles Mögliche unternommen, um ihm das so angenehm wie möglich zu machen. Gab es zwar ein paar technische Probleme, deshalb jetzt noch 2 Wochen Bedenkzeit für Wolfgang Schuster und dann könnte die Entscheidung fallen, im nächsten Jahr vielleicht komplett auf Superbike zu wechseln. So, Bakker hinter Van Looy zurückgefallen, dann haben wir Holz und hier Thilo Hefele vor Paul Shoesmith, also der Niederländer vor dem Briten, den wir jetzt hier gerade nochmal ein Bild hatten, dann John Walsh und Johann Fredericks müsste das gewesen sein, der ebenso hier noch dabei ist. Die 474 am Ende dieser Dreiergruppe. Henry Minnen führt diese Gruppe also an, dann Kamil Holan und dann hatten wir also hier insgesamt zu diesem Zeitpunkt noch 32 Fahrer mit dabei. Und Wolfgang Schuster, so schlecht war das nicht. Er war zwar nicht ganz zufrieden nach dem Training, aber wie gesagt, man muss ja sagen, die Maschine deutlich größer. Bisher, wie gesagt, 250er unterwegs. Und das ist dann schon noch eine Umstellung. Tom Van Looy vorne in dieser Dreiergruppe. Und Sie haben da schon gemerkt, da fehlt eben Thomas Kreutz. Dann der letzte Ausfall und die anderen 32, die werden hier also ins Ziel kommen, denn es ist ja auch nicht mehr allzu lange zu fahren, nur noch
Eine Runde, wenn Didier Drams dann hier gleich über die Ziellinie kommt. Und dann ist auch diese Saison und dieses Rennen hier passé. Und dann hat er sich sozusagen standesgemäß verabschiedet. Hinten haben wir Thomas Kreuz gerade ins Fahrerlager fahren sehen. Noch ganz links am Bild dran. Hofmann hinter diesen dreien. Und wir warten natürlich weiterhin auf den führenden Mann, auf Didier Drams. Schauen wir allerdings erstmal auf die 296. Thomas Gottschalk auf der Kawasaki war das. Und hinten kommt jetzt Didier Drams und dann geht es auf die letzten 4,75 Kilometer. Hier durch die sächsische Landschaft. Und da sollte doch jetzt wirklich nichts mehr schief gehen. Und mitten in den Überrundungen dann die Entscheidung um Position 2 und 3 in dieser Riesengruppe hier mit Van Looy, der da sich also erstmal anstellen muss. Tom Van Looy, dem ja vor, ich glaube, 3 Jahren hier in Froburg das Motorrad so ein bisschen abgebrannt ist. Aber da auch damals nicht wirklich was passiert. Technik ist ersetzbar. Hauptsache den Fahrern geht's gut. Die 361, John Walsh. Er wird am Ende hier den 8. Platz belegen. Und wir warten jetzt also auf den Sieger, auf Didier Drams. Da hinten, da kommt er schon angefahren und kann sich natürlich freuen. Standesgemäß mit einem Wheelie überfährt er hier die Ziellinie. Kann sich freuen. Es hat also doch noch vor eigenem Publikum mit dem Sieg geklappt. Und damit hat das hier doch noch ein gutes Ende genommen, nachdem das erste Rennen ja technikbedingt nicht ganz optimal gelaufen ist. Trotzdem der Titel da schon festgemacht, also er konnte es hier ja auch ganz entspannt angehen in diesem zweiten Rennen. Tom Van Looy wird am Ende Zweiter werden, Frank Bakker Dritter, und jetzt hat man sich hier wieder was ausgedacht, und zwar Fußball spielt der liebe Didier dann also auch noch, nicht nur bei der ENM in Schleiz, sondern auch so privat spielt er dann also noch im Verein, und dass er das kann, hat er hier gerade gezeigt. Souverän eingenetzt den Ball. So, dann gibt es noch ein paar Fan-Utensilien, die er da verteilt. Und dann natürlich der obligatorische Jubel, und der war richtig, richtig groß. Also alle freuten sich hier, dass Didier Drams dieses Rennen noch gewinnen konnte. Am Ende mit 20,396 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, da wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn er bis zum Ende voll durchgezogen hätte. So, die Hasenohren, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Bei der IDM in Schleiz beim Fußballturnier habe ich ihn mal ganz böse Duracell-Häschen genannt. So, Didier Drams gewinnt also vor Tom Van Looy. Das war das Ergebnis hier. Und Frank Bakker wurde Dritter. Und damit schauen wir die Siegerehrung an. Hier, genau wie Freundin Nicole und natürlich viele, viele Fans in Froburg. Da kleine Abstimmungsschwierigkeiten haben wir noch, da kriegen wir alles im Griff. So, zweiter Platz für den Sieger des ersten Laufes, Tom Van Looy aus Belgien. Tom Van Looy, meine Lieben, ein Applaus für Tom. Und jetzt natürlich der Sieger des Rennens, der Titel von, hat seinen Titel erfolgreich verteidigt in der International Road Racing Championship, Didier Drams aus Limmer-Oberfohner, ADAC Sachsen-Anhalt. So, also, ihr Lieben, es geht gleich weiter. Ich habe nämlich, mir ist ein furchtbarer Fehler passiert, ausgerechnet mir natürlich wieder. Wir Applaus, meine lieben Freunde, hier für die Erstplatzierten. Applaus, und jetzt geht's weg. Und Ihnen, du kommst danach nochmal bitte zu mir. Wir reden noch ein paar Worte. Ja? Drink, yes, drink. Okay. Warschauer, you have the first, you have Wind, you have Schauer, yeah? Oh! Yeah.